Moin, ein zwei Worte von mir mal zu dieser Yankee Candle. Das ist mal was ganz anderes. Ist mir auch bewusst, dass es ein bisschen schwierig ist, dazu wirklich was zu sagen. Ich habe das Ganze schon benutzt, wie man sehen kann. Und ist natürlich auch immer sehr individuell, ob man das gut findet. Das hier ist die Vanille and Lime Variante. Finde ich tatsächlich sehr angenehm. Ist vom Geruch her nicht zu kräftig, hat aber schon einen sehr erfrischenden Duft. Das Ganze ist, wie man es kennt von Yankee Candle, sehr schön, alles sauber hier verarbeitet. Wir können den Deckel ohne Probleme hier raufpacken, können ihn nicht runterfallen lassen, können ihn aber trotzdem leicht öffnen. Auch hier drin alles tipptopp, wenn man das Ganze anzündet. Was bei Yankee Candles immer ganz wichtig ist, was viele leider falsch machen, ist mindestens, wenn man sie anhat, 3 Stunden lang brennen lassen. Ansonsten tunnelt das Ganze und wir haben dann hier keine saubere Ablösung von dem Wachs. Hier habe ich tatsächlich auch ein bisschen gemogelt, da muss ich ein bisschen früher ausmachen. Aber Sie sehen hier oben, ist das alles schön sauber abgelaufen oder abgebrannt, geschmolzen, wie man es denn nennen möchte. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass man darauf achtet, diese mindestens 3 Stunden Zeit einzuhalten und dass das Ganze natürlich auf einem geraden Untergrund steht. Ansonsten ist die Flamme schräg und wir haben dann eben eine Verfälschung des abbrennenden Wachses. Da sollte man drauf achten. Ansonsten kann ich dir die nur empfehlen. Ist jetzt auch eine Ausnahme. Ich werde sonst mit Kerzen hier nichts weitermachen. Ist mein Favorit. Wollte hier einfach mal ein, zwei Worte zu da lassen. Und das soll es dann auch sein.